Catanus Quest von Benjamin Lenz. Brunft. Im Vergleich zu dem Aufstieg des Berges war die Wanderung bei seinen seichten Ausläufen ein leichtes. Ohne großen Zeitaufwand schossen Karimato und Anjaka zwei Myoks, die die Gruppe stärkten und sättigten, und nach ein paar Stunden schon sahen sie eine Rauchfahne in der Ferne aufsteigen. Die Irritation darüber, dass der Stamm zur besten Wanderzeit kampierte, war von der Freude, ihn endlich und so schnell wiedergefunden zu haben, überschattet, und nur die schmerzenden Beine der Menschen hinderten sie daran, auf das spontane Lager zuzurennen, um sich so schnell wie möglich wieder zu vereinen. Der Stamm hatte sein Feuer neben einem Geröllhaufen entzündet. Die Mitglieder saßen auf dem Boden und ihre Blicke boten eine breite Auswahl an Freude, Skepsis und Irritation, als sie die sechs Ausreißer zusammen mit einem Blutwolf erblickten. Venris hatte die Hand auf seinen Kopf gelegt. Die Erklärungen würden später folgen. »Bei Catanu, die Götter seien gepriesen, dass ihr unbeschadet wieder bei uns seid!« Halinjaku breitete die Arme aus und lief auf sie zu. Er nahm Anjaka in seine breiten Pranken und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Die Sorgen haben mich krank gemacht, aber mit dem Stamm den Berg weiter hinaufzugehen.« Es war richtig. Wenn der Stamm weitergegangen wäre, wäre das sicherlich das Ende einiger von uns gewesen. Wir selbst sind nur mit knapper Not einer Horde Bezuren entkommen, und von dem Ginera will ich gar nicht erst anfangen,« erklärte Karimato. Halinjaku schlug ihm auf die Schulter. »Ich würde euch eine Standpauke halten, euch die Unverantwortlichkeit eurer Unternehmung vor Augen führen, toben, aber ich sehe, ihr habt Peter.« Er schloss den Jungen in seine Arme, dem an Halinjakus Brust gepresst die Luft ausblieb. »Verzeih mir, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe.« »Ich mache dir keinen Vorwurf, Halinjaku. Die Schuld trage ich allein, und ich bin froh, dass keiner meinetwegen sein Leben lassen musste. Lieber hätte ich meins gegeben.« Iku stemmte die Hände in die Hüften. »Schön, dass der Stamm endlich wieder die Größe hat wie bei unserem Aufbruch.« Der Häuptling schaute ihn ernst an. »Das hat er nicht, Iku. Wir werden nie wieder vollzählig sein.« »Was soll das denn heißen?« Der Hühne deutete auf einen Berg aus Steinen. Sie sahen ihn genauer an. Er war nicht natürlichen Ursprungs, wie sie jetzt erkannten. Es war ein zusammengetragener Haufen an Findlingen, wie man es bei Gräbern machte, damit kein Tier sich an dem Leichnam verging. »Mayala ist tot.« »Bei den Göttern, wie groß hätte die Freude des Wiedersehens sein können, wenn nur alle von uns einander wieder beisammen wären.« Ivana war zu Boden geglitten. Mayala hatte der Priesterin alles beigebracht, was sie wusste, und zuletzt hatte sie die größte Erkenntnis mit auf den Weg gegeben. Diese Frau war ihr ein steter Quell der Erheiterung, des Wissens und des Trostes, und nun hatten die Götter sie zu sich geholt. Sie war die Älteste des Stammes. Catanus Gerechtigkeit folgend musste sie die Nächste sein, die es traf. Doch seit Ivana gegen die Götzen aufbegehrt hatte, sich ihnen widersetzt hatte, indem sie die Reise auf den Berg fortgesetzt hatte, obwohl der plötzlich entstehende Fluss sie davor gewarnt hatte, war sie Mayalas Rat gefolgt, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, schien es ihr, als bestraften sie die Götter nun für ihr Missachten. Sie und Mayala. »Wie ist es geschehen?« fragte Iku. »War es ein Tier?« »Nein. Sie ging am Abend schlafen und ist heute früh nicht mehr erwacht. Das hier trug sie, als wir sie auf ihrem Fell fanden.« Er hielt ein Band in die Höhe, geflochten aus Nazca-Blättern. Peter bemerkte, dass es auf die gleiche Weise miteinander verbunden war, wie sie das Schilfblatt gehalten hatte, als sie ihm vom Jenseits berichtete. »Sie hat gebetet«, erkannte Ivana. »Das ist ein altes Ritual. Normalerweise wird von einem Priester das Band geflochten und dem Toten beigelegt. Sie wusste, dass sie stirbt. Sie hat sich darauf vorbereitet.« »Ausgerechnet, als wir fortfahren«, hauchte Venris. »Vielleicht genau deswegen. Sie wollte es uns nicht antun, in unserer Anwesenheit zu sterben.« »Wir werden morgen weiterziehen«, verkündete Halinjaku. »Sie hätte nicht gewollt, dass wir uns ihretwegen so lange aufhalten. Einen ganzen Tag haben wir verloren, wenn wir nicht ohnehin auf euch gewartet hätten. Dann hätten wir unsere Wanderung schon am Vormittag fortgesetzt. Nun taugen die verbleibenden Stunden des Sonnenlichts nicht mehr zum Aufbruch. Nutzt die Zeit, um euch zu verabschieden.« Der Häuptling ließ sie allein. »Es war nur eine Frage der Zeit«, sagte Karimato schließlich. Ob um sich selber zu trösten oder die anderen, vermochte man nicht zu sagen. »Sie hat länger gelebt als die meisten.
wilden Tieren getrotzt und nun im Schlaf gestorben. Das ist doch die reinste Güte. Venris nickte. Ich habe nur immer insgeheim gehofft, ihr wäre es noch vergönnt, das gelobte Land zu erreichen. Jetzt ist sie dort, sagte Evana. Peter schwieg. Er schaute das geflochtene Band an. Sie ist dort, sagte er sich. Die Stimmung am Lagerfeuer war ambivalent. Der Stamm hatte nicht zum ersten Mal ein Mitglied bestattet, trotzdem konnte man sich nicht daran gewöhnen. Mayala fehlte, und ihr Fehlen würde sich jeden Tag bemerkbar machen. Es würde nie mehr so sein wie vor ihrem Tod. Gleichzeitig waren alle Sorgen und Ängste an die aufgebrochenen Jungen aufgelöst, und an ihre Stelle stand eine wertschätzende Erleichterung. Die Sonne schlich sich hinter den Horizont, und als der Stamm sich zum Schlafen niederlegte, fragte niemand, wie es sich begab, dass die Priesterin Karimato zu seiner Schlafstätte begleitete und dort auch blieb. Die Rattlerhäute gaben nicht mehr preis als ein leises Geflüster, das der nächtliche Wind ungehört über die Weite trug, und ein aufgeregtes Atmen, das ein Geheimnis bezeugte, das nur Evana und Karimato teilten. Auf diese Nacht folgte der nächste Morgen mit gleichgültigem Sonnenschein und warmem Wind. Erst durch das kalte und tote Gebirge merkte man, wie gut die Grasebenen nährten, und nach der ersten üppigen Mahlzeit setzte sich die Karawane wieder in Gang. Vielleicht war es eine unterbewusste Entscheidung, doch der Stamm folgte nun einem Pfad, der ihn von dem Berg fortbrachte. Der unheilvoll aufragende Gipfel war Vergangenheit, und sie täten gut daran, ihn in ihrem Rücken zu haben, als da ständig ihr Blick darauf fiel. Auch die Vegetation wandelte sich und machte dem Geist Platz für neue Abschnitte der Reise. Büsche mehrten sich, schenkten Beeren, und aus vereinzelten Bäumen wuchsen kleine Haine, die nicht nur Schatten gaben, sondern auch Früchte. Der Vrim trabte abseits des Stammes durch die Wildnis, labte sich an kleinem Getier und trug Beute zwischen seinem kräftigen Kiefer zu den anderen. Die Jäger mussten sich nicht darum kümmern, den Stamm zu ernähren, und blieben so bei der Karawane. Dass dies ein Fehler war, stellte der Stamm erst fest, als es zu spät war. Zwei kleine Plyotenjungen schnupperten an ihrer Beute. Noch nie hatten sie so ein großes Tier gefunden, und das Fleisch des toten Khatars streckte sich ihnen förmlich entgegen. Seine Zunge hing aus seinem Maul mit den scharfen Zähnen, doch ihre rosa Farbe wies darauf hin, dass das Raubtier noch nicht allzu lange tot war. Frisches Aas war das beste Fleisch für sie, und ihnen lief bereits beim Anblick der Speichel im Maul zusammen. Die beiden Jungtiere traten sich an dem Khatar gütlich, ihrem Fund wegen ihrer geringen Lebenserfahrung als Glück missdeutend. Hungrig schlangen sie die mit ihren noch kleinen, aber im Vergleich zu einem ausgewachsenen Tier nicht weniger scharfen Reißzähnen das Fleisch in sich hinein und dachten nicht darüber nach, wieso der Khatar so stark verletzt war, dass sie einfach nur dem Geruch seines Blutes folgen mussten, um diese Mahlzeit vorzufinden. Die Ursache dafür kam mit schnellen Schritten auf die kleinen Aasdiebe zu. Der größere der Plioten sah nur einen Schatten über sich fallen, dann nichts mehr. Der kleinere sah, was geschehen war, und es würde ihm eine Lehre sein, die er sein Leben lang nicht vergaß. Der Brustkorb seines Bruders wurde stoßartig durchbohrt. Die Luft aus seinen Lungen entwich neben dem Horn, das aus seinem blutigen Fell ragte. Noch während das Tier seine letzten Reflexe ausführte, begann das Maul des Gierdachs, der das Horn auf der Stirn trug, die zappelnde Beute des Plioten zu verschlingen. Seine Zähne waren nicht besonders scharf, übten aber so viel Druck aus, dass sie alles zwischen sich zermalmen konnten. Je mehr von dem Körper des Plioten im Maul des Gierdachs verschwand, desto mehr schnitt sich sein Horn zum Hals des Plioten durch. Als sein Horn an den Schädel des Jungtiers stieß, drückte er seine Zähne noch einmal kräftig aufeinander und trennte die zerquetschten Glieder vollends ab. Den halben Plyotenkörper schleuderte er mit einem Schwenk seines Kopfes in den Staub. Der Vorgang dauerte lange genug, damit sich der kleine Pliot aus seiner Schockstarre lösen konnte, um das Weite zu suchen. Der Gierdach ließ es dabei bewenden und machte sich an den Khatar. »Es freut mich zu sehen, dass die Bäume hier mehr werden. So dichtes Grün habe ich schon lange nicht mehr gesehen«, sagte Halin Yaku am Kopfe der Karawane. Karimato lief neben ihm, nahm den Platz Mayalas ein, um die Leere zu füllen, die allen ihnen folgend aufs Gemüt schlug, und um dem Häuptling die Geschichte zu erzählen, die sich ereignet hatte, nachdem sich ihre Wege getrennt hatten.
Das Gras ist saftig, und wenn wir graben würden, dann würden wir sicherlich auch Wasser im Boden finden. Das hieße, wir könnten uns ohne Bedenken auch weiter von den Flüssen entfernen. Ein gutes Zeichen, bestätigte der Jäger. Auch wenn er sich selbst als nicht mehr als ein Lückenfüller sah, gefiel es ihm, in die planenden Gespräche Halinjakos einbezogen zu werden. Ich mag den Wald, Karimator, ich mag ihn sehr, sein Schatten, sein Geruch, seine Geräusche, die Vögel. Er deutete auf einen Kabini, der hoch über ihren Köpfen in den Zweigen nistete. Aber er ist nicht geeignet, um mit einer Karawane darin voranzukommen. Die Äste, das Unterholz, die Bäume ringsum, kein Pfad. Mit den langen Stützstangen ist es zeitaufwendig, sich durch den Wirrwarr des Waldes zu schlagen, wenn er noch dichter wird. Wir haben schon größere Nöte durchgestanden, als sich in einem Wald festzufressen. Selbst wenn sich unsere Reise verzögert, nirgendwo läuft es sich so komfortabel wie unter dem Schatten der mächtigen Baumriesen. Und nirgendwo schläft es sich so gut wie auf dem moosbedeckten Waldboden. Selbst wenn wir im Zickzack laufen, haben wir doch ein gutes Los getroffen. Du hast dein Leben immer ohne die geradlinigen Verwöhnungen geführt, die ich lange Zeit hatte. Du kennst die Wildnis als Jäger weit besser, als ich es jemals tat. Und du hast den Mut, auch Risiken einzugehen. Und du bist bereit, dafür die Verantwortung zu tragen. Eine Fähigkeit, die ich auch mehr und mehr verlernt habe. Häuptling, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Nun, irgendwann werde ich einen Nachfolger brauchen. Wird der Stamm einen brauchen? Ein Oberhaupt, auf das er sich verlassen kann? Ich spiele nur mit dem Gedanken, Karimato, aber der Vrim, den Venris aufgezogen hat, nimmt den Posten eines Jägers recht gut ein. Und da Anyaka durch deine Lehre den langen Bogen beinahe so gut beherrscht wie ihre geliebte Harpune. Ja, beinahe, hob der Junge hervor. Halinjaku lächelte. Ist dir nicht klar, worauf ich hinaus will? Kannst du dir vorstellen, eines Tages Stammesoberhaupt zu werden? Karimato kam beinahe aus dem Tritt. Ich? Ich könnte es mir bei dir zumindest ziemlich gut vorstellen. Um ehrlich zu sein, habe ich nie mit dieser Ehre gerechnet und dieser Verantwortung. Ich dachte immer, irgendwann würde es Anyaka als deiner Tochter zufallen, den Stamm zu führen. Und sie wahrscheinlich auch. Du kennst sie doch, sie ist noch lange nicht dafür bereit. Es wäre unvernünftig, ihr diese Bürde aufzutragen, nur weil sie das seit Generationen so getan wurde. Die Blutlinie spielt keine Rolle. Es war immer nur das Naheliegendste, dass das Kind eines Oberhaupts auch die besten Voraussetzungen mit auf den Weg bekommen hatte, selbst einmal den Stamm zu leiten. Entscheiden muss es ohnehin der gesamte Stamm. Und du glaubst, er würde sich, wenn die Wahl zwischen mir und Anyaka hätte, gegen sie entscheiden? Ich glaube, er würde sich für dich entscheiden. Ich liebe sie und ich bin davon überzeugt, dass auch sie ihr Bestes geben würde, aber ich bin nun mal nicht nur ihr Vater, sondern auch Häuptling. Ich sehe auch ungern einen Stich zwischen euch. Jede Zwietracht sollte von uns ferngehalten werden. Ich habe noch nie eine wirkliche Abstimmung erleben müssen. Es war immer einstimmig, dass das Kind des Häuptlings auch sein Nachfolger wird, aber ich fürchte, diesmal sehe das anders aus. Das Einfachste wäre, wenn sie gar kein Interesse daran hätte. Und ich für sie in die Bresche springe. Halinjaku nickte. Ich bin bemüht, jeden Streit zu vermeiden, aber nicht auf Kosten des Stammes. Der Girdak hatte den Khatar verschlungen und das, was von dem kleinen Plioten noch übrig war. Das Raubtier war mit seinem auf der Stirn sitzenden Horn klar im Vorteil gegenüber anderen Jägern. Mochten die Zähne des Khatars auch noch so scharf sein, es nützte ihm nichts, wenn er, bevor er in Reichweite war, durchlöchert wurde. Einzigartgleiche Rivalen bedrohten den Girdak. Zwar war die Speckschicht des Girdak sehr strapazierfähig, trotzdem waren Verletzungen durch Artgenossen, die über kurz oder lang zum Tod führten, keine Besonderheit. Die zähe Haut war häufig von langgezogenen Narben übersät, wenn ein anderer Girdak das Tier mit seinem Horn streifte. Die oberste Hautschicht wurde dabei abgekratzt, aber solange der Stoß den Girdak nicht frontal traf, waren diese Verletzungen nur optischer Natur und trugen zu Vorteilen bei der Balz bei. Aus diesem Grund fürchteten die Girdaks auch keine Menschen mit ihren harmlosen Hieb- und Stichwaffen. Zwar mochten sie schärfer und spitzer sein, doch sie waren niemals so schnell wie ein rennender Girdak. Kaum, dass die letzten Knochen abgenagt waren, vernahm der Girdak das Wiehern eines Artgenossen. Dieser lief neben einem Weibchen, das kein Horn trug, langsam auf ihn zu. Es forderte ihn zum Kampf auf, um dem Weibchen zu imponieren. Dieses Verhalten war eine übliche Vorgehensweise. Weibchen ließen sich die Männchen gegenseitig in einem Duell vorführen und ließen sich dann von dem Sieger begatten.
So wurde naturgemäß die Fortpflanzung der Tiere begünstigt, die das längere Horn hatten, wodurch sich auch diese erst augenscheinlich unpraktischen Extremitäten in der Form entwickelt hatte. Der Herausforderer scharrte mit seinen Hufen. Der gerade gesättigte Girdak neigte sein Haupt als Zeichen, die Herausforderung anzunehmen. Sie stürmten aufeinander zu. Das Weibchen hatte einen sicheren Platz zur Beobachtung des Spektakels gewählt und beobachtete, wie die beiden Tiere aufeinander zutrabten, kurz vor ihrem Zusammenstoß ausscherten und den Kopf dabei schräg hielten. Die Hörner rutschten an der äußerst fettigen Speckschicht ab. Es war nur eine erste Annäherung zwischen den Rivalen. Nun würde sich der Abstand immer weiter verringern und die Verletzungen zunehmen. Beide Männchen machten kehrt und trabten abermals aufeinander zu. Diesmal schürfte das Horn des Herausforderers die Haut des anderen ab und hinterließ eine neue Narbe, die den Rumpf des Girdaks zierte. Das Weibchen heizte die beiden Kämpfer mit einer Art Bellen weiter an. Die Männchen rannten abermals aufeinander zu, diesmal kamen sie sich noch näher, neigten den Kopf noch später zur Seite und der Herausforderer scherte aus, als das Horn des anderen Girdaks kräftig gegen seinen Hals stieß. Die neue Narbe war nicht lang, sondern tief und damit eine der übleren. Das Weibchen bellte. Der Herausforderer konnte diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen. Beim nächsten aufeinander zutraben, wich er nicht zurück, als sein Horn frontal die Haut des anderen berührte. Er hatte den Kopf gesenkt, so dass er unter dem Horn des anderen hindurchglitt, es ihn nur an der Stirn streifte und er seinen Hals erwischte. Der getroffene Girdak sprang notgedrungen über ihn hinweg und drehte sich um, ihn aus der Nähe zu stoßen. Das Weibchen trat näher heran. Beide Girdak stellten sich auf die Hinterbeine, setzten sich mit ihren Hufen zu und fochten mit den Lanzen über ihren Köpfen. Als es dem herausgeforderten Tier gelang, seinen Rivalen zu Boden zu werfen und ihm sein Horn drohend unter das Kinn zu halten, war der Kampf vorbei. Der Herausforderer kam auf und der Sieger beschnupperte das Weibchen. Die Entscheidung des Weibchens war gefallen, aber der Brunftrakt war noch nicht beendet. Vor der Begattung war es Aufgabe des künftigen Alpha-Girdaks, dem Weibchen erlesene Beute zu schenken. Es sollte etwas Besonderes sein, und der Girdak wusste genau, womit er die vollkommene Gunst des Weibchens gewinnen konnte. Der Mensch war zwar keine übliche Beute eines Girdaks, denn zwar lag der im Vorteil beim Angriff deutlich bei dem Raubtier, aber anders als die übliche Beute war der Mensch kein Fluchttier und ließ sich eher auf einen Kampf ein, statt das Weite zu suchen, wenn der Girdak einen von ihnen erwischt hatte. Außerdem widerstrebte dem Essverhalten der Girdaks die Dinge, die die Menschen am Körper trugen, denn die Raubtiere eingedenk ihrer körperlichen Erscheinung nicht gut sondieren konnten. Jedoch war das Alpha-Tier durch seinen unverhofften Sieg bei dem Balzritual und der Bewunderung seines Weibchens so in Wallung, dass es die instinktive Vernunft von einem animalischen Selbstbewusstsein in den Schatten stellen ließ. Mit einem auffordernd dominanten Wiehern rief er andere Girdaks zu sich und die Jagd begann.